So, wir sind wieder live dabei, gleich hacken das Tor, so wie er gesagt hat beim letzten Mal. Ich weiß, dass da das Tor ist und da ist vorne irgendwo. Ist jetzt dahinter halb eine Kamera. Dass ich mit der Kamera nun da unten reinkomme, auch nicht. Mit der Kamera komme ich zu der Kamera. Mit der Kamera heben wir das auf und mit der Kamera können wir jetzt da entriegeln. So. Perfekt, perfekt, perfekt. Schauen wir mal weiter. Wir müssen da jetzt irgendwie hoch. Da ist wieder die Leiter nur so weit herunter, so ein Stück. Da schaut es auch nicht gut aus. Da ist ein Auto. Braucht man dieses Auto vielleicht erstmal hinein in einen Träger? So wie wir das einmal schon gemacht haben. Oder, nein, da ist auch die Treppe nicht so weit runter. Und die Leiter. Aber hier ist einmal ein System. Nur sehe ich nicht, wo das hingeht. Oder ist es kein... Na, schaut nicht so aus. Da habe ich noch eine Kamera. So, dann war es das doch nicht. Glaube ich zumindest halt. Keine Ahnung, müssen wir noch schauen. Schaut alles ziemlich kompliziert jetzt gerade aus. Da ist auch eine Brücke, wo wir herkommen. Wahrscheinlich zum Fliehen nachher. Weil ich schätze, dass uns nachher irgendwas passieren wird. Aber, wie kommen wir zuerst? Müssen wir die Reaktoren, halt, die Generatoren aktivieren. So. So, das schaut einmal gut aus, da, warte mal, da, vielleicht über den... Kommen wir da hoch? Ja, perfekt. Der fährt sogar nach vorne. So, jetzt müssen wir nur mal den Eingang. Ah, der ist sogar offen. Perfekt. Und den nächsten aktiviert. Wieder ein bisschen mehr Strom. Und jetzt zum letzten. Fast geschafft. Bringst du uns online, wenn wir drin sind? In meinen Kreisen ist das der Fund des Jahrhunderts. Wenn ich vermassle, gebe ich meine Hackerkarte ab. Du hast tatsächlich eine Hackerkarte? Bring uns rein. Vielleicht zeige ich sie dir eines Tages. Ich arbeite dran. Den Audio-Log tun wir natürlich abfangen wieder. Ah, Ray! Du hast meine Datei gefunden. Hab mich schon daran gewöhnt, dass es rund um die Uhr Männer regnet im Bunker. Und in deinem Wagen. Und in deinem MP3-Player. Und jedem Laden, in dem du einkaufst. Wenn du den Track willst, mache ich dir gerne eine Kopie. Dein Zug. So. Ich überlege jetzt gerade, ob wir da ein Fahrzeug brauchen oder ob man nur... Na, wo ist er? Ah, wir sind schon oben gewesen wieder. Oder ob wir kein Fahrzeug brauchen. So, da schaut's gut aus. Da runter wieder, da wieder rauf und nochmals hoch durch die Tür durch und den letzten Reaktor aktivieren. Okay, wir brauchen eine Kamera. Das sieht gut aus, jetzt können wir da hineingehen. Perfekt. So, dann aktivieren wir den letzten.
nur. Soll ich da springen? Ah, da muss ich aufpassen. Warte mal, da ist der Zaun. Ich fahre mit dem Lift zur Sicherheit. Nicht, dass ich wieder sterbe. Und dann muss ich alle vielleicht noch einmal machen oder sonst irgendwas. So, jetzt ist nicht mehr so hoch. Das sollte gehen. Perfekt. Und dann schalten wir den letzten Reaktor ein. Ah, Generator. Wieso sage ich immer Reaktor? Betreten Sie den Bunker. Perfekt. Ich hab das System online gehen hören. Warte auf mich. Warum? Ist doch sicher. Da war seit Jahren niemand drin. Weil ich dein Gesicht sehen will, wenn die Tür aufgeht. So, wir müssen. Ah, das ist ein bisschen hoch da. Oder? Na, doch nicht. So. Wir müssen das hier erreichen. Hier benutzen zum Reingehen. Ah, wir bewegen uns schon. Und verlassen das Ganze jetzt. So, ich bin gespannt, wie es da drinnen ausschaut. Suchen Sie die Stromsteuerung. Ja, die brauchen wir nicht suchen, die ist da unten. Home sweet home. Home sweet home, ja. Hacken wir uns mal hinein. Direkt mit Bunker verbunden. Siehst du? Ich hatte recht. DedSec wird das gut gebrauchen können. Clara, wir müssen noch etwas klären. Niemand darf davon erfahren. So lange, bis ich damit fertig bin. Geht klar. Perfekt. Dann dreh mal, Schnucke, dreh den Strom auf. Schalten Sie den Strom im Bunker ein. Na dann, viel Glück. Passt. Schalter umlegen. Und jetzt bin ich gespannt. Scheiße. Blum hat wohl die meiste Hardware entfernt, doch entscheidend sind die Verbindungen. Voila! Kann man uns von hier aufspüren? Das ist ein Sicherheitsbereich. Bauartbedingt nicht aufzuspüren, nicht? Geil! Und doch hacken wir uns hier ein. Ich muss wissen, woher die IP-Adresse stammt. Mal sehen. Meines Erachtens war das eine MAC-Adresse, was wir da vorher gesehen haben. Eine Spur, mehr nicht. Wie kam Damien nur da dran? Das ist echt gut versteckt. Keine offenen Hintertüren. Kommt scheinbar aus dem Rossi-Freeman-Bezirk. Hm. Viceroy-Territorium. Kameras. Damit können wir einen Blick reinwerfen. Kommst du von hier aus ran? Nein, die sind komplett vom Netz getrennt. Was? Das ist merkwürdig. Wenn ich von hier aus nicht rankomme, dann muss ich doch hingehen. Dann gehe ich an die Quelle. Ich mache hier alles fertig, bis du zurück bist. Danke, Clara. So. Schalten Sie den Strom im Bunker ein. Und jetzt soll ich... Missionsziel erfüllt. Schauen wir mal. Akt 2, ein fast leeres Plätzchen. Mission beendet. Na passt. Unser neues Versteck. Schaut gut aus. Skillpunkte erhalten. Ich habe gar nicht geschaut, haben wir vorher alle Skillpunkte ausgegeben? Na, wir haben noch 7 Stück. Weil ich gesagt habe, das brauchen wir eigentlich nicht. Dann werden wir mal... Gehen wir noch ins Hacking ein bisschen hinein. Da hätte ich mehr Punkte zum Hacken. Was haben wir da? Geldautomaten Hack Boost Plus. Erhöht nochmals die Geldmengen, die man durch das Hacken von Banken. Auf jeden Fall. Halt, danke. Braucht man da gar nicht überlegen. Jetzt haben wir nur mehr 2. Was haben wir da?
Rückkopplung, nein. Hochbahn starten oder zu stoppen. Hochbahnsteuerung, na, vielleicht nicht. Nagelsperren. Senken, drücken. Na, das könnte interessant sein. Aber ich schau nochmal in. Okay, da können wir nicht. Ja, dann machen wir die Nagelsperren. Noch. Und haben jetzt wieder keine Punkte mehr. Müssen jetzt wieder einige Sachen machen, dass wir Punkte bekommen. So. Und dann schauen wir mal auf die Karte. Weitergehen würde es natürlich in dem neuen Bezirk dort oben. Oder wo müssen wir hin? Ah, da unten. Okay. Wir werden uns aber. Was habe ich denn vor? Entweder. Na, wir bleiben da. Wir hüpfen irgendwo raus, weil ich habe einige Lust mal auf andere Aufträge noch. C2S-System da oben, der ganze Bezirk müssen wir noch freischalten. Und. Was machen wir? Schauen wir mal, was haben wir da? Ah ja, Handyspiel. Ich weiß nicht, ob die Handyspiele so sind. Sammelbares, Untersuchung. Ich glaube, das werden wir da mal. Da werden wir mal sich hin teleporten lassen. Wieso kann ich da jetzt nicht? Schnellreise nicht verfügbar. Okay. Ah, wieso ist der Schnellreise nicht verfügbar jetzt? Ich weiß auch nicht, wie man da rauskommt. Ich weiß, dass da die Clearer sitzt, aber anschalten, nicht direkt im Bunker, aber hey. Muss ich das checken oder muss ich das nicht? Warte mal, da drüben wäre der Lift wieder. Schauen wir mal, gehen wir mal raus. Vielleicht können wir mit dem Lift das Ganze da verlassen, Bunker verlassen. Schauen wir mal, was dann passiert. Ich hoffe, das kann man überspringen. Nein, natürlich nicht. Clara da reinzuziehen, sollte ich nicht machen. Vertrauen ist gefährlich. Aber ohne sie wäre ich aufgeschmissen. Vielleicht ist sie meine einzige Freundin. So. Jetzt werden wir probieren, nochmal Schnellreise einzusetzen. Uns fehlt da eigentlich auch nicht mehr so viel. Aber wir wollten eigentlich dahin. Jetzt kann man Schnellreise aktivieren. So, perfekt. Wir werden da jetzt die Sehenswürdigkeit holen, dann die sammelbaren Objekte und so weiter und so fort. Ich brauche jetzt CTOS-Netzwerk zu hören. So, für was braucht er jetzt ein CTOS-Netzwerk zu holen? Ich schätze, wir da drüber springen können. Ah, da waren wir eh schon nochmal. Ne, nicht oben stehen bleiben. Die Motocross-Maschine taugt man. So, perfekt hier. Sehenswürdigkeit. Die Siena Ziegelfabrik. Schauen wir mal, was es als Geschenk zum Abholen gibt. So, Geld nehmen wir mit. Oh, die Pillen haben wir eh maximal. Okay. Und da die 1000 nehmen wir auch noch mit. Perfekt. Danke für die Geschenke. Und wir sind schon wieder am Weg zum nächsten Ding. Jetzt 47 von 100. So, wir wollten da das sammelbare Objekt. Ah, das sind jetzt so Straßennägel. Perfekt. Die ich jetzt hacken kann. Nein, eigentlich habe ich keine Lust auf Verbrechen, weil ich bin jetzt eh maximal. Aber wieso ist denn der so hell ausgegraut? Das verstehe ich nicht. War ich das schon? Habe ich das vielleicht schon gemacht? Ich habe keine Ahnung. Wir werden dann mal probieren hinzuschauen, wo das ist, wo das nicht ist. Kein Plan. So, Geldautomat. Ja, wir heben mal das Geld ab, was wir noch schon angehäuft haben in letzter Zeit. 8000 wieder, wir haben schon wieder 54, das ist nicht zu verachten. So, wir müssen da weiter rauf. Hüpfen mal runter. Da ist nämlich der Lift, der bringt uns hoch. So. Mal schauen, was es da für sammelbare Objekte gibt. Das ist aber jetzt nicht wirklich dein Ernst, oder? Wo man Lift. Was ist das? Okay. Irgendeine Datei? CTOS-Einbruch. Mist, da mal los. Scheiße.
Ja, super, wieso kann ich das nicht gleich da hacken? 54 Meter geht nicht, oder was? Das war scheiße jetzt. Wie nah muss ich sein? Wie komme ich dorthin? So zwei von... Ja, aber in 3 Minuten 50 sind die verrückt. So. Nicht springen, Junge. Lass doch das Motorrad stehen. Boah, es wird knapp werden. Komm, komm, komm. Da ist wieder was dazwischen. Wenn ich wüsste, wie ich da hinkomme. Da war ich gerade. Es wird knapp werden. What the hell? Wo muss ich da was hacken? So, noch 2 Minuten. 40. Das machen wir jetzt noch geschwind in dem Bad. Ah, jetzt muss ich da rauslaufen komplett. Da drüben geht's das nächste Heck. Fertig, den Heck haben wir. Und jetzt noch zu dem darüber. Keine Ahnung, wie ich da jetzt am schnellsten hinkomme. Mit der Kamera geht sich das aus? Perfekt. Jetzt kommt mein Beitrag zu Rays Vermächtnis. Offenbar hast du mich tief im System gefunden, so wie ich ihn gefunden habe. Obwohl ich nicht annehme, dass mein Kram so gut versteckt war. Wie dem auch sei, ich bin schon lange weg. Also was soll's? Ich spiele dir ein paar von Rays größten Hits vor und ein paar von meinen. Vielleicht fällt das alles irgendwann auf Blum zurück und beißt dir in den Arsch. Vermutlich eher nicht. Hier, es ist von Ray. Wenn man Blum einlädt, die TOS in der Stadt zu installieren, kann man auch gleich ein Vampir zum Essen einladen und ihm einen verdammten Stroh angeben. Perfekt, ja. Wir sehen uns dann beim nächsten Part wieder, wenn es wieder weitergeht mit Watch Dogs. Bis dann, ciao Leute.